Moin, moin. Mein Name ist Heinrich der Löwe. Und mit mir spielt die Jay. Und die Mathilde. Salut. Und ja, wir brauchen noch Sklaven. Und Gold. Ja. Ja. Hast du dich gerade grün gemacht? Nö, das ist schon länger. Okay. Jo, was wollen wir denn machen, lieber Heinrich? Ich dachte, Sklaven und Gold. Sklaven und Gold, ja, wo gibt's Gold? Wo gibt das Gold? Keine Ahnung. Ich dachte, du wolltest das recherchieren. Aber unser Plan ist folgender. Wenn wir quasi noch einen zweiten Kartenraum haben, gibt es eine Dschungelexpedition. Da wird es ja wahrscheinlich auch irgendwie so ein Pfahl sein, wo man porten kann. Und da wollen wir halt den Kartenraum aufbauen. Dass man hin und her porten kann quasi. Und damit wir auch endlich mal die Dschungelwelt da erkunden können. Weil immer hin und her rennt die auch keinen Bock, bin viel zu faul für. Gold finden wir nur am Fuße des Vulkans. Der das ist heißt, das wir müssen Truhen plündern. Was müssen wir plündern? Truhen. Truhen. NPC. Das heißt, einfach hier die Stadt mal durchjuckeln. Genau, die Stadt durchjuckeln, gucken vielleicht. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein paar Gold, so ein Reliquienjäger vielleicht, wenn wir die killen, haben die vielleicht auch vielleicht ein Dings, wie heißt es vielleicht, ein Träger. Aber wenn ich dann würde ich jetzt eher Harald den Schlitzer mitnehmen. Harald den Schlitzer? Ja, wenn ich Leute gegebenenfalls töte. Ich nehme Jay. Das Sklavenrad schreit nach Sklaven. Achso, also wollen wir jetzt erstmal Gold farmen oder Sklaven? Achso, ich dachte bei uns. Ja gut, wir können ja erstmal die Truhen absuchen und dann. Weil, warte, dann lasse ich Harald doch hier. Und dann hole ich mir. Du hast jetzt Jay mitgenommen. Ja. Dann, warte mal, wo ist denn? Wo ist Silent Bob? Bob, wo bist du? Ich hab ihn nicht abgestellt. Ah, ist Bob. Follow me, Bob. Können wir uns ja aufteilen, wenn jemand was Tolles gefunden hat. Also Mitarbeiter, treffen wir uns und schlagen ihn um. Ich glaube, ich töte mal diesen Bogenschützen hier. Der geht hier so alleine lang gerade. Mach das. Verdammt. Aua. Ah, die hat fluchgrünes Färbemittel. Und weil ich ja nichts verkommen lasse, besorge ich mir gleich mal ein bisschen Tierhaut von den Menschen. So. Planschen! Menno, es ist blöd hier einen Stick zu erklettern. Der Skorpion kämpft gegen drei Seetpriester. Okay. Tja, wer mag da wohl gewinnen? Wir könnten ja natürlich auch in der Silbermine noch gucken, da war ja auch da. Auch tun, wurde uns gesagt. Stimmt, aber da brauchen wir Krieger, ne? Jo. Ach, halt doch die Klappe da unten.
Ah, davon ist eine Truhe. Ja, ich muss mir jetzt auch erstmal gucken, wo die sind, weil ich hab's schon wieder vergessen zum Teil. Ja, ich merke mir das auch nicht. Ich kletter einfach irgendwo drauf und dann gucke ich, wo ist denn eine Truhe? Genau. Ey, wie lange brauchen die Seepriester für einen verfickten kleinen Skorpion? Ah, da oben ist einer. Silberbarren. Ich hätte zwar lieber Gold, aber Silber ist auch nett. Silber, Gold, kann man alles gebrauchen. Ja, nur Silber können wir hier halt in der Nähe direkt abbauen, deswegen. Ja gut, das ist ärgerlich. Fände ich Gold einfach etwas schöner. Jetzt natürlich die falschen Klamotten zum Klettern an. Ah, ja. Fuck. Falscher Turm. Ach, da ist auch eine Truhe. Okay. Hui! Yep. Nein, 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 nein! Ja. Stahlbarren, auch nett. Ah, ich sehe dich da hinten. Hallo! Hi! Ach, da ist auch noch eine Truhe. Da ist auch eine Truhe. Also Rüstungsteile lasse ich liegen. Ja, die nehme ich auch nicht mit. Damit belaste ich mich nicht. Wir haben eine Reliquienjäger-Ausrüstung oder zwei, das reicht. Warte mal, da wo du gerade langläufst, ja? Da gibt es doch so einen hohen Turm. Da wo dein Sklave ist, in meine Richtung. Da ist auch noch eine Truhe oben. Ja, ich weiß. Okay, wollte ich nur sagen. Weil du gerade in der Nähe bist. Ja, ich. Von mir sah es aus, als ob du in der Nähe wärst. Nee, ist noch ein paar Gebäude weg, aber ich kann es mir auch gleich holen. Ich merke mir das, da ist nämlich auch noch eine, da gehe ich gleich mal hin. Aber erstmal hole ich noch woanders eine, die ich gerade gesehen habe. Ui! Yay, Goldmünzen! Viele, viele Goldmünzen? Fünf. Oh. Wir brauchen mehr. Ja, immerhin habe ich schon mal welche. Huch! Da klappte gerade ein Silent Bob aus dem Boden. Mal ganz gucken, ja, wer bist denn du? Was. Gerber. Mal dieses von den Türmen wieder runterkommen. Also ich finde gerade nur Glas und Kristall und so ein Geraffel. Vielleicht sollten wir wirklich in die Silbermine nochmal gehen. Ach, und ich habe Jay dabei und ich kann dir nichts abgeben, weil ich bin so schwer. Das ist natürlich schlecht. Das finde ich auch schlecht gerade eben. All die beiden Truhen, die ich noch gesehen habe, die hole ich mir. Dann können wir von mir aus in die Silbermine gehen. Weil ich habe bisher überhaupt kein Gold gefunden. Ich meine, ich finde gut, was ich überhaupt finde. Dass ich da auch Silberbarren finde und so, kann ich auch mitleben. Ja, auch Stahlbarren sind nett zu finden. Eisenbarren nehme ich auch mit. Fuck. Bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Ja, ich meine, ist halt nicht so, dass wir das nicht gebrauchen können, ne? Eben. Lässt sich ja verarbeiten. Alles gut. Ah, da ist noch eine kleine Truhe. Ich habe ein Keramikgefäß. Toll. Ich bin überlastet. Ah, dann gehe ich auf den hohen Turm. Nein, ich gehe da schon. Ich muss mich nur wieder ausrüsten.
Nein, du sollst hoch, nicht runter. Das wird knapp. Schaffen wir es noch? Juhu! Super Boy! Hm. Ja, ich bin für die Silbermine. Also ja. Ich hatte hier auch schon Goldmünzen und so gefunden, aber... Was hatten wir als Feinde in der Silbermine? Skorpione. Ah. Also nichts zum Versklaven. Nein. Dann bleibt das Sklavenrad eben leer. Ach, halt die Fresse. Ich habe jetzt auch nichts gefunden, wo ich sagen muss, oh, den muss ich zerkloppen. Oh, Stallverstärkung. Ich glaube, das war's soweit. Oh ne, von hier treffe ich kein Wasser. Einmal, wo ist denn unsere Basis, dass ich hier jetzt richtig rausgehe? Ich fühle mich orientierungslos. Ich glaube, da war irgendwo unsere Basis. Ja, mehr oder weniger. Ziehe ich mein Oberteil mal wieder an. Hm. Was bist du für einer? Ich glaube, ich bin voll falsch gelaufen, aber egal. Hauptsache, du kommst an. Ja, früher oder später. Oh, wo willst du denn so ganz alleine hin? Hast du was gefunden? Nö, ein Zimmermann. Hm. Aber wenn du in der Basis bist, kannst du ja unseren Kämpfern schon mal eine bessere Rüstung bauen. Ja, mache ich das. So. Ach, schade. Hat er auch nur Stahlbarren. Hattest du auch einen Nahkämpfer? Ja. Willst du auch dann halt diese Ausrüstung, die ich da den anderen beiden gemacht habe, ja? Ja, Harald der Schlitzer. Ja, hätte ja sein können, dass er eine mittlere haben soll oder irgendwie eine leichtere. Weil das sind ja alles schwere Rüstungen. Die... Das kriegt Harald schon. Okay. Harald ist schon großer, ja? Ja. Das freut mich. Ja, immer dieser wache Fand. Ja, der erschreckt immer einen, ne? Ich finde, der ist gut, also...
So, Silent Bob, du hast jetzt Pause. Wir haben dann gleich 60 alchemistische Grundsubstanz. Wir brauchen 70. Oh, knapp. Also es fehlt uns nicht mehr so super viel, weil ich ja netterweise deine Goldbarren zerreiben durfte. Ja, mein Schatz. Genau. Man muss halt seine Prioritäten entsprechend ordnen. Ja, ja, aber ich kann dann Oli nichts mehr vorweisen, wenn ich an seiner Tafel sitze. Dann sitze ich da mit Silbermünzen oder so. Oder hast du die auch schon verarbeitet? Also erstmal wirst du... Ja, natürlich. Nein, dann habe ich gar nichts. Nicht mal Armreife. Doch, einen habe ich ja. Einen Armreife. Also zunächst einmal... Glaubst du nicht an Odin, sondern an Seth? Ah ja, da war ja was, stimmt. So, das erstmal so am Rande, ne? Fuck, warum mache ich nur einen Rock? Ich brauche zwei. Und dann wirst du ja noch ein bisschen da sein und hast bestimmt noch Zeit, ein bisschen anzuhäufen, wenn wir dann soweit sind, dass wir auch wirklich dingsen können. Dingsen und bumsen, ich verstehe. Und vor allem das Bums, verstehst du. Ja, wird sich mir was ansammeln. Na, spätestens wenn wir so weit sind, dass wir auch wirklich da was machen. So, ich brauche auf jeden Fall Pfeile. Pflanzenfasern brauche ich zum Reparieren. Okay. Mist, der kleine Wurm kriegt jetzt einen neuen... Ich finde den Hygienschädel eigentlich ganz toll. Okay. Aber nein. Der braucht vernünftige Uniform. Richtig. Soll ich schon was einfärben? Kann ich schon was einfärben? Ich bin gerade bei kleinen Wurm dran. Da kannst du gleich loslegen. Oh, ich muss noch schwarzes Färbemittel machen. Ich habe nur noch eins. Hat ja gerade gar nichts hier, dann kriegt der wenigstens die Billigklamotten erstmal. Nee, nochmal schnell Wasser auffüllen. Das schwarze Färbemittel ist ja schnell fertig. Ach, da war ja schon ein Schlitzer. Er hat auch einen schönen Helm. Das ist der mittelschwere. Ah nee, das ist der Sklaventreiberhelm. Sogar noch ein besserer als der gehörnte mit den Hörnern. Dann lasse ich den. Gut. Ah, seine Stiefel hat es mal bearbeitet. Sie sind ein bisschen lila. Das kann sein, dass das alte Stiefel von mir sind. Ja,
Ja, wir recyceln, wir sind umweltfreundlich. So. Oh, die hat eine Dämonenfeuerkugel. Cool. Nehme ich hier ab. Ich will die werfen. So. Harald. Nochmal gucken. Also das Leder müsste auf jeden Fall weiß werden, würde ich sagen, ne? Also hellgrau. Hm. Na, da geht einiges grau drauf, natürlich. Es ist gefärbt, aber ich sehe es nicht. Ah, jetzt. Ja, sieht ja schon fast so aus wie was Respektables. Ja, dann gucke ich noch mal, was geht bei kleiner Wurm. Kleiner Wurm hat auch farbige Klamotten. Schön. Also ich wäre ein Abmarsch bereit. Ja, ich muss noch kurz meine Pfeile sortieren. Okay. Heinrich, ja? Ist da. Da ist kleiner Wurm und hier ist Harald. Okay. Hast du deinem Begleiter Schleimsuppe gegeben? 89 hat er. Weil ich habe die einfach von Jay in ihn reingesteckt. Ja, er kriegt nochmal 100 Stück. Okay, okay. Okay. Okay, okay. Okay, okay, dann auf zur Silbermine. Wo war die? Der Kieferknochen, Nashorngrat. Ja. Also wenn wir hier rausgehen, rein theoretisch geradeaus. Follow me. I follow you. Then everything is all right. Ja. Schon wieder dunkel. Aber das ist ja voll nervig. Kann es nicht immer dunkel werden, wenn wir im Offscreen sind oder so? Okay. Aber wir sind ja gleich in der Mine, von daher. Ja, da ist es hell genug. Kleiner Wurm hat keinen extra Beinamen, ne? Wie? Da ist nur sowas wie Harald der Schlitzer. Nee, das ist ein kleiner Wurm. Reicht doch.
Oh, die ganzen Viecher nerven. Fast sagen, wir gehen erstmal direkt in die Silbermine rein. Und gucken dann, ob wir hier noch Silber abbauen hin. Ja. Gut macht ihr das. Immer schön töten. Dann laufe ich jetzt einfach direkt in die Silbermine. Ich habe jetzt keine Lust auf die Skorpione. Nee, ich auch nicht. Hui. Ich habe das Gefühl, wir waren erst hier. Ja, ne? Ach, es ist dunkel. Oh, es ist aber richtig dunkel. Mach mal Licht. Na gut, aber warum ist das so super dunkel? Hm. Toll. Weil es draußen dunkel ist, ist es wahrscheinlich hier drin noch dunkler. Oh, die geben Wundsekrete. Boah. Aber hier waren ja keine Kisten, oder so. Nee, ich glaube, hier war nix. Wir wollten ja sowieso zu dem Raum mit dem leuchtenden Nebel. Die sind nur wegen Silber hier, oder? Einer leichten Hoffnung auf Gold. Schlachten uns hier einfach mal schnell durch. Ah, hier ist schon mal Silber. Ah, ich glaube, ich sehe die Stege. Oh, da oben. Hey. Komm mal dahin. Das ist die Frage. Erstmal kümmern wir uns um die Skorpione und dann gucken wir, wie wir da hochkommen. Das ist eine Idee. Das alle? Nee, da kommt noch einer. Das Doofe ist, beim Klettern hat man wieder kein Licht. Ja. Oh, es ist ganz schön hoch. Also da werde ich auf jeden Fall ganz nackt klettern. Also hier vorne ist eine Kette und hier schon so ein Gerüst. Vielleicht kann man von Gerüst zu Gerüst. Probier hier ist auch, hier ist auch was zum E-Drücken, ein Text. Okay. Na egal, ich mach mich nackig. Ich auch und ich sehe nichts. Ah, ich glaube jetzt stehe ich. Jetzt kann ich mal gucken. Aha. Nein. Ah! Also was mich am meisten stört, ist das Blindklettern. Hm. Das ist wirklich blöd, dass man blind klettern muss. Hm. Oh, ich falle irgendwie. Cool. Achso, ich bin wahrscheinlich gegengeklettert. Verdammt.
Ach Mist, da ist die Decke zu. Scheiße. Okay, hier komme ich auf jeden Fall nicht weiter. Da könnte man versuchen hinzukommen. Aber wenn's nein, so ich bin... Ist, ach, Mann. Ah, warte mal, ich komme mal zu dir. Ah, können wir zusammenklettern, weißt du, einer leuchtet. Ja, das ist eine gute Idee. Hier ist Teamarbeit. Oh, jetzt falle ich so schon. Fick deinem... So. Oh, ich habe wieder nicht an eine Fackel gedacht. Soll ich... Warte mal, ich kletter nochmal. Versuche erstmal ganz hoch zu klettern. Nee, ich will auf dieses Gerüst hier und dann leuchte ich dir den Weg. Genau, so ist, glaube ich, am besten. Genau, müsstest, glaube ich, nur noch nach rechts rüber. Ja, so, ich komme gerade nicht nach rechts. So. Bin drauf. Okay. Ich mach dir Licht an. Oh ja, das ist gut. Weil ohne Licht kannst du es hier echt knicken. Ja, mit Licht ist schon nicht einfach. Ey, das geht ja ultimativ hoch. Ja, scheiße. Zu schwer? Nee, nicht zu schwer. Ich hatte gerade keine Ausdauer mehr. Ich bin zu schräg geklettert. Ja, ich habe zwischendurch auf einen Absatz Pause gemacht. Ja, das wollte ich eigentlich auch machen, aber die ist da nicht stehen geblieben. Ja, manchmal sind die halt doof. Ah, jetzt kannst du ja auch hier hochgehen. Nein! Fuck. Was ist? Ich wollte so eine tolle Ansicht, um Bilder zu machen. Jetzt runtergefallen. Ich bin jetzt runtergefallen. Kannst du mir den Weg erleuchten? Danke. Ich mach manchmal, wenn wir Zeit haben, nutze ich so ja, das zum ist Posen. Okay. Damit wir tolle Thumbnails bekommen. Leider zeigt ja, oder zum, YouTube macht ja immer solche. Zeigt dir mal so ein, zwei, drei Bilder, aber leider kann man die nicht einfach so nehmen und bearbeiten. Ja. Oh, ist ja ganz düster. Ganz düster. So. Jetzt bin ich wieder oben. Okay, ich bin hinter dir. Achso, ich muss da klettern. Okay. Hatte gerade Angst, dass ich runtergefallen bin. Oh, hier ist eine Truhe. Magst du mir auch Licht machen? Ja, warte. Ich mag dir Licht anmachen. Hell genug? Musste leider hochklettern. So, hallo. Hier ist eine Truhe, aber ich nehme nur das Eisenbarren mit. Ach du Scheiße. Soll man da denn rüberkommen? Fuck. Ach du Scheiße. Soll ich mal versuchen, vorzuklettern? Ja, kletter mal vor. Das ist ja echt... Nein! Ah! Nein! Ich bin unten, aber ich bin am Leben. Fuck. Ja, ich kann jetzt die ganze Kletterpartie nochmal von vorne machen. Ja, wir sind da noch nicht so weit. Ich glaube, das wird heute eine längere Folge. Ja, bei mir ist eher die Fackel das Problem, tatsächlich. Können wir die Kisten zerstören? Kisten zerstören? Ne, hier unten sind doch so viele Kisten. Achso, ich guck mal. Dass wir vielleicht daraus Holz generieren können? Nope. Shit. Es ärgert mich, dass ich nicht dran gedacht habe, ey. So eine verfickte Ficke.
man schon so dämliche 20 Minuten Fackeln und man rennt dahin und hat nur noch 5 Minuten. So, ich bin aber oben. Ja, das Leben ist manchmal grausam. Kann ich da jetzt nicht hoch? Vielen Dank. Jetzt kannst du wieder vorklettern. Oh, warte, wir können erstmal nach oben. Ich glaube, das ist besser. Oh, das ist. Das sieht. Oh, warte mal. Mach Licht an. Das sieht besser aus. Das nach oben. Finde ich auch. Kann man sich da ausruhen auf dem Absatz? Oder. Nein. Nein. Okay. Haben wir das geklärt? Nein, durchziehen, das wird aber schwer. Ja, vor allem, wenn man den Halt verliert. Das ist ja doof. Darf ich es mal versuchen? Ja, klar. Oh! Hey, du kleines Korinthenkacker! Warum verlieren wir da den Halt? Das ist ja voll doof. Das war super zum Klettern hier. Ja, auch da verliert er den Halt. Hm. Das ist ja doof. Normalerweise hätte ich gesagt, da kommen wir super duper hin, aber. Die andere Seite sieht beschissen aus. Ich traue mich da nicht rüber zu klettern. Ich glaube, das Problem ist, dass das so leicht überhängt. Ja. Vielleicht weiter rechts. Warte, ich versuch's hier nochmal. Problem ist, ich entferne mich ja noch mehr und verliere höchstwahrscheinlich meine Ausdauer. Junge, ich will nach links. Jetzt hänge ich hier in der Spalte? Mhm. Super. Ich glitsche auch zurück. Ich glitsche zurück. Ich glitsche jedes Mal wieder in die Spalte. Ist ja pervers. Ich habe keine Ausdauer mehr. Wenn ich mich noch mal einmal bewege, falle ich runter. No. Ich habe sowieso nur noch 20 Sekunden Licht. Das ist bescheiden. Ja, willst du mal rüber versuchen? Oder warte mal, okay, das war ohne Licht. Ich hab's doch schon mal versucht. Vielleicht so ein bisschen unten lang? Naja, es ist so überhängig. Das, und da muss man irgendwie oben rüber. Ich versuch's hier nochmal. Weil ich leuchte. Ach nee, das ist auch überhängig. Das wird nicht klappen. Dann versuche ich es nochmal auf der anderen Seite. Ich will das nochmal testen. Ups. Ich hab nur noch 10 Sekunden Licht. Ja, ich schmeiß dir mal eine Fackel hin. Aber dann kann ich dir nicht leuchten, ist auch blöd. Ah. Ich habe eine Kerze, die ich hier aufstellen kann. Riecht das was? Mach mal. Ja. Objekt innerhalb Kollision. Ich kann sie hier nicht aufstellen. So. Doch, dann nicht. Gut, ich schmeiß dir mal. Mit X? Ich schmeiß dir trotzdem noch mal hier, warte mal. Und ich finde mal die gleich wieder. Ich schmeiß die mal raus, ja. Ah. Wo liegt sie? Ah, halt. Da war gerade die Beutetasche. Ich hab sie gerade gehabt. Da. Hab sie. Im Dunkeln lässt sich gut mut. Naja. Ja! Okay, okay. Hm.
Nein, das war... Ja, ich würde sagen, du bist unten. Warte. Nein. Ich bin ganz unten jetzt. Ja, dann komme ich auch mal runter, ne? Enttäuschend. Bin ich ab. Tja. Können wir uns ja hier nochmal umgucken, ob man woanders hochkommen könnte, aber sieht nirgendwo besser aus als da, wenn ich mir das so anschaue. Ich hätte es auch gedacht, hätte Sinn gemacht, von dort sich weiter immer vorzuarbeiten, aber... Na gut, dann bleibt da nichts übrig, außer hier Silber abzuarbeiten, ne? Ja. Auch wenn das dieses Silber Eisen ist, aber... Das ist gerade Eisen. Willst du deine Fackel wieder haben? Oh, du kannst keine leuchten, kein Problem. Also hier zum Klettern hätte man auf jeden Fall mehr Fackeln mitnehmen müssen. Ja. Wissen wir jetzt, können wir ja fürs nächste Mal entsprechen. Das ist Silberstein. Müssen wir zusammenbleiben. Was machst du da, kleiner Wurm? Er schwebt. Das ist lustig. Der bleibt da auch noch hängen. Das ist jetzt nicht lustig. Warte mal, ich geh mal weg. Ihr müsst doch mir eigentlich wieder folgen, oder? Ja, das ist alles Eisen. Ja, das tut doch bestimmt gleich. Ich höre wieder Kampfmucke. Ja, hinter dir ist ein kleiner Skorpion. Cool. Er schwebt auch in der Luft. Also immer noch. Bei dir auch, ne? Ja. Das ist ja gut. Ja, die Skorpione spawnen wieder. Okay, Lektion gelernt. Nächstes Mal definitiv mehr Fackeln mitnehmen. Hier waren die Boss-Boss-Typen drin? Nee, ne? Ja, ja, doch, doch. Hier war der Boss-Boss vom Bosporos drin. Wollen wir vielleicht einen Boss zerlegen? Ja, damit... Ja, damit ja. Das nicht so ganz umsonst war? Vielleicht ja. Lässt der jetzt nochmal Gold fallen oder so? Ja, einfach so aus Prinzip. Ja... Einfach so wutfreien Lauf lassen. Ja. Warte, dann nehme ich wieder mein... Ja. Okay. Und mein Kumpel steht auch wieder richtig. Nehme ich die Steine ab. Du kriegst nochmal deine Schleimsuppe. Ah, jetzt bist du vorgerannt. Ich sehe nichts mehr. Warte, ich komme. Ich bin blind. Ich komme. Ich sehe nur den Ausgang. Ah, da. Ach, Gott sei Dank. Lass mich doch nicht alleine. Entschuldigung. Es ist dunkel. Ich habe Angst im Dunkeln. Also nächstes Mal definitiv mehr Fackeln. Ja. Ich hoffe, beim Endgegner ist beleuchtet. Nicht so wirklich. So sieht's aus, wenn ich die Fackel ausmache. Ja gut, solange er da bleibt, wo er ist, dann sehen wir was. Okay. Versuchen wir's.
Ich habe gegen irgendwas geschossen. Ich habe es nicht gesehen. Ich schieße gegen unsichtbare Wand. Ich schieße in die Dunkelheit. Ja, ich auch so ein bisschen. Ja, ich komme dir mal und helfe dir mal ganz kurz mit diesen kleinen Viechern da. Das bist gar nicht du, oder? Doch, das bist du. Super. Soll ich dir sonst die Fackel wiedergeben? Ach. Hier geht's. Warte mal, ich habe ja noch was anderes. Klammer an! So ein Sausack. Hm? Keine Ausdauer mehr. Das Gute ist, der Gegner ist so groß, da muss man nicht genau hingucken. Man trifft auch automatisch. Das stimmt. Wie sieht's mit unseren Freunden aus? Schieß mal ein paar Elbpfeile rein. Ah, die sehen auch ganz gut aus. Ja, ich sehe bloß gerade die Feinde nicht mehr. Ich auch nicht. Gebt Gold dem Hexer, lala. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen frustriert. Weil du nicht klettern konnten, oder? Ja, weil das irgendwie zu nichts geführt hat. Also das war heute mal ein Weg umsonst. Vielleicht sollten wir für Gold eher Banken überfallen. Hm. Wie hieß die Bank bei Westeros oder sowas? Die Eiserne Bank. Ja, die Eiserne Bank. Die wird da bestimmt Gold haben. Ja, wir sind nicht in Westeros. Und? Zumal die goldene Bank noch nicht mal in Westeros ist. Nee, weiß ich doch nicht. Alles dunkel hier. Ich kann auch nicht mal die Kerze hier aufstellen, verdammt. Kann man die Fackel einfach hinschmeißen? Warum ist Harald da alleine eigentlich? Boah. Gute Frage. Wo ist deiner? Gute Frage. Wo ist kleiner Wurm? Hattest du eine Nachricht gekriegt? Da ist doch kleiner Wurm. Ja, ich sehe jetzt wieder nichts. Das weiß ich auch. Hm?
Ah, den haben wir gleich. Ja. Muss hier gerade nochmal ein paar Heilpfeile loswerden. Dass unsere Jungs auch nicht schlapp machen. Vielleicht brauchen wir nochmal extra Sklaven, die einfach nur Fackeln tragen. Ja, aber wir können ja leider nicht so viele mitnehmen. Das ist ja das Problem. Ich wünschte, Harald könnte ein bisschen mehr schlitzen, dass sie nicht noch mehr blutet. Wie hat man das letztes Mal gemacht? Das war doch alles heller, oder? Stelle ich mir das gerade nur vor. Ich glaube, du bist in den Nahkampf gegangen und hattest die ganze Zeit eine Fackel in der Hand. Ah. Aber ich habe auch immer eine Zweihandwaffe getragen. Hm. Weil gegen so ein Vieh würde ich immer was Rüstungsbrechendes machen oder was Spitzes, also Speer. Du hast das Recht, ihn auseinanderzunehmen, wenn du möchtest. Mit der Spitzhacke? Wie du willst. Ist deiner. Okay. Du darfst ihn zerschlitzen. Danke. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir. Ja. Hat er wenigstens Gold dagelassen? Natürlich nicht. Ah, so ein Sausack. Ich bin jetzt frustriert. Ja. Ich auch. Ich will jetzt Tänzern zuschauen. Ich brauche Aufmunterung. Ja. Ich glaube, wir können die Folge auch beenden. Die ist traurig genug. Ja, vielleicht habt ihr Tipps, wie wir besser klettern können. Würden uns freuen. Oder wie wir an Gold kommen. Genau, aber wahrscheinlich wird das Typische sein, Kisten leeren, NPCs töten, weil Vulkan ist noch... weit weg. Genau, da sind wir noch nicht bereit. Ah, verpisst euch, ich hab keinen Bock mehr auf euch. Ich auch nicht, ich will auch kein Silber mehr draußen abbauen. So. Alles doof. Alles doof. Ja. Genau. Wir hoffen, wir haben euch trotzdem ein bisschen unterhalten. Auch wenn alles doof und dunkel ist. Ich sehe gerade nichts mehr. Ach, das ist der Ausgang. Ach, Gott sei Dank. Ja, wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Die es noch nicht getan haben, ein Abo. Ansonsten, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ah, nee, darum ist besser. Ja. Nochmal tschüss.